Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Wir haben eigentlich nicht mehr viel zu machen, außer die wöchentlichen Rätsel noch. Und ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne erstmal, bevor wir in die Riesenrätselmission reingehen, nochmal in die Geheimtür gucken, mir den Code nochmal merken. Ich schreibe mir den mal gerade auf. Gerade keinen Nerv hin zu screenshotten und ihn irgendwo einzufügen. Der Bleistift hat auch schon bessere Tage gesehen. 3A2B. Ich hatte gestern schon mal testweise ausprobiert, ob das funktioniert, den Code im ersten Spiel einzugeben. Das ging auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es gespeichert hat. Eventuell müssen wir ihn auch nicht mehr eingeben. Da bin ich mir unsicher. Ah nein, warte, ich will nicht fortsetzen. Ich will nicht fortsetzen, ich will in den Bonusbereich. Und dann in streng geheim. Und dann die Geheimtür. Ah, okay, es hat sogar gespeichert. Okay, gut, dann müssen wir den Code nicht angeben. Aber wir haben hier auf jeden Fall jetzt auch das Passwort für den zweiten Teil. Das ist 8E8C3A5B. Der ist erstaunlich ähnlich zu dem anderen Code, aber okay. Du bist in dem Teil unseres Spiels angelangt. Und im Moment, das ist Luke, nicht der Professor. Du bist in dem Teil unseres Spiels angelangt, in dem wir dir zeigen, wie wir geschaffen wurden. Hurra! In der Tat. Hier kannst du einen Einblick in den Entstehungsprozess unserer Welt gewinnen. Das ist zwar nur ein kleiner Teil des Gesamtmaterials für das Spiel, aber wir hoffen, es gefällt dir. Genau, wir kriegen hier nämlich Konzeptzeichnungen. Es sind nicht wahnsinnig viele. Wobei ich das Konzept von Layton... Ich finde, also, wenn man so an diese Knopfaugen gewöhnt ist und er dann, ich weiß nicht, irgendwie sieht er zwischendurch auch ein bisschen weird aus. Ich bin froh, dass Luke nicht so aussieht. Okay, das sind einfach random Charaktere. Hier sieht das Layton-Mobil noch eher aus wie ein Golfkart, ne? Bin schon froh, dass sie eine Ente daraus gemacht haben. Wer zur Hölle ist das? Oh! Das soll noch hier der Typ aus dem Turm sein, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Die beiden sind sich, glaube ich, nie begegnet. Der Typ sieht tatsächlich so aus, wie er dann im Spiel aussah. Layton als Chibi. Vielleicht auch einfach als Funko-Pop-Figur. Und mit einem sehr gebärfreudigen Becken. Boah. Also es liegt, glaube ich, auch in dem Mantel, aber boah, sieht er da fett aus. Unfassbar. Fehlt einem eigentlich nur noch so eine Goldkette um den Hals. Wir würden dir gern mehr zeigen, aber leider war es das für dieses Mal schon. Wir freuen uns darauf, auch das nächste Abenteuer der Professor Layton-Reihe mit dir zu bestehen. Ja, das haben wir schon gemacht. Und da kriegen wir gerüchteweise sogar noch ein extra Rätsel. Deswegen gehen wir da mal rüber. Hier in dem Bonusbereich. So, und brauchen Fahrkarte in die Zukunft ist, wenn man den dritten Teil hat,
Also beziehungsweise, wenn man den dritten Teil durch hat und das Passwort aus der Geheimtür da hat, dann kann man hier noch was eingeben. Wir sind aber bei Schatulle der Pandora und brauchen das Passwort aus dem Bereich von Layton und das geheimnisvolle Dorf. Und das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Das ist übrigens auch konsolenabhängig. Also das wird für euch nicht das gleiche sein. Sondern da spielt, glaube ich, immer ein bisschen auch wahrscheinlich die Mac-Adresse oder irgendwie sowas mit rein, könnte ich mir vorstellen. So, auf jeden Fall ist es nicht immer derselbe Code. Oh, hallo. Das ist ein exklusiver Bereich nur für Fans der Professor Layton-Reihe. Hier wartet ein ganz besonderer Leckerbissen auf dich. Viel Spaß. Ich bin gespannt. Ich habe keine... Oh, geheimnisvolle Gabe, okay. Oh nein, warum denn Schiebepuzzle? Aber wenigstens mit zwei leeren Teilen, das macht's angenehmer. Wenn du dieses Rätsel spielst, dann hast du Luke und den Professor gewiss auf ihrem Abenteuer in San Mystère begleitet. Dieses Rätsel ist ein Geschenk von den Einwohnern dieses schönen Dörfleins. Schiebe die Blöcke an die richtigen Stellen, dann ergibt sich ein Bild von Professor Layton und Luke auf ihrer Reise ins geheimnisvolle San Mystère. Ja gut, mit zwei leeren Feldern ist das ganz gut machbar. So, wir müssen nur mal gucken. Das ist... Was ist denn noch? Das ist auch noch mit unten, ne? Vielleicht will ich das nicht hochschieben. Vielleicht will ich irgendwas hochschieben, was tendenziell auch oben ist. Das sieht doch unten dann schon ziemlich super aus. Na, kiek mal, das ist doch schon fast fertig. Betonung auf fast. So, jetzt müssen wir... Ich packe Laytons Kopf mal da oben. Dich da mal raus und ich pack dich mal da, weil dich können wir dann easy wieder da hinschieben. Das muss vermutlich nach ganz oben, nach da, oder? Ich vermute, warte, das macht so keinen Sinn. So, das sieht doch ganz gut aus. Das Teil muss noch nach da. Mit zwei freien Feldern ist das so viel entspannter, ne? What? Wie habe ich denn die beiden jetzt getauscht? Wann ist das denn passiert? Aber okay, ist ja jetzt nicht so wild. Dann tauschen wir das nochmal. So, das vermutlich dahin. Das vermutlich nach ganz links. Okay, dann müssen wir jetzt hier gleich nochmal die große Rutsche antreten. Eigentlich ist das schon super so. Wir müssen nur das Teil nach da kriegen. Ja gut, das ist ja eigentlich relativ entspannt, oder? Da drehen wir jetzt alles irgendwie einmal im Kreis, packen dich dahin, drehen alles wieder zurück. Und dann sollte das doch eigentlich gut aussehen. Nice. Nun die Probe aufs Exempel. Geht wahrscheinlich auch mit der Hälfte der Züge, aber passt schon. Tausend Glückwünsche! Wir hoffen, dass dir Professor Layton und die Schatulle der Pandora noch viel Freude und Rätselspaß bereiten wird. Na, hat dir unser rätselhaftes Geschenk gefallen? Dieses Rätsel ist nicht in deinem Rätselindex verzeichnet, aber du kannst es jederzeit hier lösen. Viel Spaß noch mit Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Ah, das war's? Okay, cool. Ich dachte, da kommt noch irgendwie... auch noch irgendwie Concept Art oder irgendwie sowas. Es war tatsächlich nur ein Schieberätsel. Okay.
funny. Aber, ah, that's fine. That's fine. In Wirklichkeit, ich habe zwar gestern gesagt, mich jucken die Profile nicht, aber ein Profil juckt mich doch. Weil ich ganz gern wüsste, was bei ihm hier steht. Polo. Polo ist ein wackerer Abenteurer mit dem Orientierungssinn eines kaputten Brummkreisels. Wie es scheint, ist er diesmal auf dem Weg nach Ägypten in Fallsands gelandet. Man trifft ihn an den finstersten Orten an, aber er weiß nie, wie er dorthin kam. Oh, okay. Ich dachte, wir kriegen vielleicht ein bisschen mehr über ihn raus oder vielleicht noch irgendeinen Teaser, dass er in einem kommenden Spiel nochmal mehr Bedeutung hat, aber offenbar nicht. Ich finde es aber spannend, dass sie halt wirklich, also als sie den ersten Teil entwickelt haben, beziehungsweise vor Release des ersten Teils, mussten sie ja schon 100% sicher sein, dass sie zwei Teile machen. Sonst hätte das mit den Geheimtüren nicht funktioniert. Und vor Release des dritten Teils mussten sie auch schon sicher sein, des zweiten Teils mussten sie sicher sein, dass sie einen dritten Teil machen. Also es ist halt schon, also gerade beim ersten Teil halt so ein gewisser Gamble gewesen, weil du ja nicht weißt, wie gut es sich verkauft. Wenn der erste Teil sich erstmal richtig gut verkauft, dann kannst du wahrscheinlich relativ easy sagen, ja, wir machen den zweiten und den dritten. Aber so vorm Release des ersten Teils zu sagen, so, ah, ob sich das gut verkauft, na, gucken wir mal. Schon spannend. Aber okay, uns stehen die Rätsel der Woche noch bevor. Und zwar eine Menge. Oh nein, Müllbeseitigung. Oh, wenn das ein Schieberätsel ist, mache ich es nicht. Wenn es ein kompliziertes Schieberätsel ist, mache ich es nicht. Sagen wir es so. Jetzt ein einfaches ist schon. Ich wusste, dass es ein Schieberätsel ist. Ich will das nicht. Ist das sinnvoll, das so zu machen? Probably not, oder? Schon noch eher Grütze. So, dann lass das mal rotieren. Dich mal dahin schieben. Na, wobei. Na, das ist fast gut. Warten. Aber so komme ich wieder nicht weiter. Ich bräuchte eigentlich ein blaues Teil hier zwischen. Wir könnten natürlich. Ne, können wir nicht. Total gut, die roten Teile da oben drin zu haben. Kriege ich das irgendwie relativ easy hin? Nein.
habe so das Gefühl, den gelben darunter ist Unfug. Aber so bin ich halt auch stuck. Wobei. Also ja, das geht, aber das bringt mir halt gar nichts. Nee, okay, also doch den gelben da rein muss schon, sonst kommen wir halt nirgendwo hin. So nicht, ne? Oh boy. Das ist schon richtig sinnlos. Ich sehe halt überhaupt nicht, wie ich hier irgendwas getauscht kriege, ist mein Problem. Also wie ich hier irgendwas irgendwo sinnvoll hingeschoben kriege. Oh, vielleicht ist... Nee, das ist schon auch richtiger Schmutz, oder? Das macht halt gar nichts. Also es ist nett, dass es geht, aber... Why would I? Gib mir einen Hinweis. Ich hasse die Dinger. Wenn du die senkrechten roten Blöcke immer als Paar bewegst, solltest du bald zur Lösung kommen. Ist das so? Vielleicht sollte ich einfach mal andersrum rotieren. Ich würde gerne die roten Blöcke auch da reinpacken. Ja, wobei, das ist eigentlich egal, ob dann die roten oder die gelben da drin sind. Ja, aber so ist halt schon wieder Unfug. So drehe ich das halt endlos im Kreis und gewinne halt nichts dadurch. Also das muss schon eigentlich ein sinnvoller Move sein. So, aber jetzt kriege ich den ja halt auf gar keinen Fall raus. Das ist eigentlich eine Sache, die ich haben wollte, aber die bringt mich so noch nicht weiter. Warte. Ja, aber dann kriege ich... Hey. Wollte ich hier einen zwischen haben oder wollte ich da oben einen zwischen haben? Ich bin mir gerade unsicher. Das kann ich mir gerade aussuchen.
glaube so. Sicher bin ich mir gerade nicht. Nee, aber das ist doch auch Quatsch. Top. Richtig gut. Oh, warte, das ist in... Das ist in der Tat fast gut. Aber ich sehe es nicht. Damn it. Das muss doch da relativ easy gehen jetzt eigentlich. Mir fehlt nur irgendwie so ein Move, wo ich denke so, ja, das ist es. Achso, mehr als einen Hinweis kriege ich auch nicht. Cool. Ich bin für die Schiebedinger echt zu dumm, ne? Das ist unfassbar. How about that? Das sieht doch gar nicht verkehrt aus. Jetzt müssen wir nur... fast gut. Ich glaube, ich muss erst noch ein bisschen rotieren. So. So. Ja, fast. So. Fucking finally. Oh Gott. Fühlst du dich nicht gleich viel besser? Nein. Nein, tue ich nicht. So, Schieberechnung. Wehe, das ist auch wieder ein Schiebepuzzle. Unten siehst du eine Addition, in der die Zahlen von 0 bis 9 verwendet werden. Es gibt dabei nur ein Problem, die Gleichung geht nicht auf. Verschiebe die Zahlen so, dass die Gleichung stimmt. Gesucht ist die Lösung, bei der die wenigsten Zahlen getauscht werden müssen. Dann lass uns doch gerade mal rechnen, wie die Differenz da ist. 805 plus 479 sind 1284. Also unten stehen im Moment 42 zu viel. So. Das heißt, wir wollen idealerweise 21 von unten nach oben tauschen. Acht, zwei, sechs plus 479. Check. Easy money. Drauf an. Das war viel zu leicht. Jo. Ich finde es spannend, dass der jetzt nach jedem Rätsel speichert.
Unpünktliche Uhren. Die beiden abgebildeten Uhren zeigen jeweils genau 12 Uhr an. Eine Stunde später zeigt die eine Uhr 1:01 an, die andere 12:59. Die eine Uhr geht also zu schnell, die andere zu langsam. Angenommen, beide Uhren laufen exakt mit derselben Geschwindigkeit weiter. Nach wie vielen Stunden ab 12 Uhr zeigen beide wieder die gleiche Uhrzeit an? Nach 30? Nee, warte. Dauert das nicht? Also entweder bin ich gerade bescheuert oder das dauert wirklich ewig. Weil die gehen pro Stunde 2 Minuten auseinander. So, das heißt, nach 30 Stunden zeigen die zwar beide, also ist der Minutenzeiger bei beiden an der gleichen Position, aber die zeigen verschiedene Stunden an. Also bei der einen ist es dann halt 5.30 Uhr, bei der anderen 6.30 Uhr. Das heißt, wir müssten das Spiel Stunden so und dann brauchen die, dann sind sie eine Stunde auseinander. Dann müssen wir das noch 12 Mal machen? Also insgesamt 12 Mal, nicht noch 12 Mal? Macht das Sinn? Warte, ich muss das gerade im Kopf einfach mal stumpf durchspielen. So, nach 30 Stunden müssten sie eigentlich beide 6 Uhr anzeigen. Die eine geht aber eine halbe Stunde nach und die andere eine halbe Stunde vor. So sind wir dann, wie gesagt, bei 5:30 und bei 6:30. So, nach weiteren 30 Stunden oh Gott, sind wir bei 5 und bei 7? Nein, warte. Nicht bei 5 und bei 7, wir sind bei 11 und bei 1. Aber sie sind nach nochmal 30 Stunden, sind sie dann halt 2 Stunden auseinander. Also jeweils eine Stunde mehr. Und das heißt, sie müssen dann 12 Stunden. Ich probiere es jetzt mal stumpf mit 360. Wow, sehr krumme 6, aber okay. Kein Rätsel ohne Lösung. Okay. Das ein war. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Das war gar nicht so einfach. Hätte man wahrscheinlich auch einfach mit 60 mal 60 rechnen können, ne? Halt einfacher gewesen, aber okay.